Tschüss! Ne, warte. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Ich stehe mit 30 FPS auf, weil ich kann. Das cool. Wer ist schon? Ich. es gibt Gyros. Ich kann. Oh, jetzt kackt doch die Wand an, ey. Ich kann wieder nicht nach rechts raus. Also, ich kann mit meiner Maus. Ich liebe diese Optimierung dieses Spiels, ne? Ich könnte den Typ in die Fresse schlagen. Ja, hier regnet's. Nee. Oder? Anscheinend cool. Doch. Ist mir eigentlich auch egal. Kann man das ändern? Option. Ja, was ist denn? So, Grafik kann ich nicht ändern, okay. Never mind, ich bin dran. Ja, ich habe hier unten richtig gutes Essen. Meine Leute sind auch richtig happy. Ich habe kein Geld. Ich kann eigentlich direkt Runde beenden drücken. Du bist dran. Ich habe gar nicht. Guck hier. Ein Peller. Nicht dran. Oh, Peller, Peller. So, ich habe dick Money. Davon kaufe ich mir erstmal. Was habe ich denn überhaupt? Nee. Pikeman. Hoplite, oh. Hoplite. Levy Pikeman, Levy Pikeman raus. Den Rock gucken. Oh. Alter. Was ist los mit dir? Wo ist Sparta? Sparta machen wir kaputt. Na okay, wir werden Sparta nicht kaputt machen. Du musst dich in eine Meer hängen. So, ich hab Pikeman oder Hoplites. Ich kaufe von beiden eins. Hab ich. Gute, wo war denn hier Technologie? Ja, Technologie für sie erforschen lassen. Eisenwerkzeuge, ja. Plus 2 Wohlstand, minus 2 Baukosten, ermöglicht den Bau von Sklavenhändlern. Nice! Damit meine Armee nachher wieder ausrasten. Alter, bist du... Weißt du, mit deiner Armee hochtrainierst? Ja, ich baue gerade irgendwie... Was hatten wir nochmal? Also, kleiner Zusammenhang. Wir haben das letzte Mal aufgenommen vor... 2 Wochen. 4 Wochen, glaube ich. Das war ja noch 1 oder 1,5 Wochen, bevor ich dann 2 Wochen weg war. Ne? Denk dran. Und deswegen haben wir hier gerade geile Midscreen-FPS, denn mit 13 FPS spielt sich das Spiel auch einfach besser, weil der gerade lädt. Ne? Hier, im Auenland. Dabei ist hier gar nicht das Auenland, denn ist halt so. Gehen wir in den Sack jetzt. Das hier ist Gyros-Pizza-Land, Gyros-Pizza-Land! Verschleißbericht. Hey, wieso habe ich Menschen verloren? Du hast Menschen verloren, was? Bei diesen Leuten gestorben, hast du schon wieder falsch gemacht, ja. Hä, warum stirbt denn bitte meine Armee in meinem eigenen Land? Ach, da ist, warte, halt da drauf, dann siehst du halt doch, da brennt doch irgendwas. Ist die Pest bei dir, oder was? Als ob ich die... ist doch, guck doch. Über deiner Armee ist da so ein Totenkopf, ist bei der anderen Armee aber auch. Ja, bei allen, was ist denn los bei meinen Kollegen, ey? Ach, guck mal da, du hast da auch eine gegnerische Armee im Land, vielleicht macht die da irgendwie Leute dabei verrecken oder so. Wo ist eine gegnerische Armee in meinem Land, die mach ich kaputt. Oben links. Alter, die kriegt erstens instant hier einen auf die Fresse. So, BAM! Weh, der zieht sich zurück, Alter. Ja, gut. Spielt halt die Fresse? Ja, ich krieg derbe aufs Maul. Ach, guck mal, die haben noch einen Italian Spearman und du hast hier die krassen Hastati. Easy peasy. Hastati! Spectate, dann kannst du mir deine Truppen abgeben, ne? Ja, will ich hoffen. Ja, epische Ladebildschirme, die ich eigentlich skippen könnte, aber es nicht mache, denn ich schneide die einfach nachher raus. Okay, ich glaube, ich lasse ihn einfach drin. Okay, doch nicht. Ich lasse es bis jetzt drin. Ach, verarscht. Jetzt lädt das auf einmal schnell und jetzt wieder langsam. Wenn man nicht weiß, welchen Hafen man ansteuert, ist kein Wind günstig. Ja, Wind kostet übrigens nichts. Das heißt, alles ist umsonst. Das heißt, Hafen ansteuern kann man auch immer für lau. Boah, die weisen... die weisen... Nautischen Weisheiten hier vom JND. Vom Führer. JND. Was? Vom Führer der Schlacht. Manche. Alter, was habe ich denn hier meine Resolution stehen? Ist das alles auf low? Boah, Alter, da steht ja mal mega gay, Das ist ja mal ultra schwul, Hab ich alles auf low? Alter, als ob dieses Game so scheiße aussieht. Wobei, die Bäume sehen schon eigentlich ganz schön sexuell aus. Die Graphics, ich kann Graphics ja nicht ändern. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Das haben die aus Spieloptimierungsgründen bei EA so entschieden, weil EA ein Hurensohn ist. Alles klar, nehmen wir die Low. Low Graphics. Aber ist ja gar kein Problem, ich nehme ja auf mit geilen 30 FPS. Und du hast trotzdem Low Graphics, das ist aber nicht so gut. Nee, ich hab, ich hab 30 FPS gecapped, weil die X-Story, sobald ich das anmache, auf 30 FPS capped. Also, so, du kriegst. Dann gib mir mal die Fernkampffritzen und den General. Wie kann ich das denn jetzt machen? Unten kannst du irgendwie da auf dieses Gift nehmen, der Balance of Power Anzeige da. Balance of Power! Wo? Da. Gift. Korrekt. So, ich mache jetzt die männlichen Hastati. Meine sklavenschlechte Armee. So. Warten wir hier oder was machen wir? Ja, wir machen folgendes. Du stellst mir ein bisschen breiter auf so einer Dreierreihe da wird. Ich bin ja eher dafür, dass wir uns oben aus dem Berg zurückziehen. Weißt du, was ich meine? Wo ist denn hier ein Berg? Nee, ich sehe auch gar keinen.
Ich sehe, also. Ja, aber wenn wir da hochlaufen, da sind die doch schon. Ja, gut, die haben natürlich. Hm? Passt schon. Ja, sagst du, passt? Sagst du, ist okay? Weil, also ich bin mir noch nicht so sicher da, ne? Ach Gott, gibt's hier noch irgendwelche coolen Formationen? Lose Formationen! Nee, bitte nicht. Du kannst, nicht, kannst einen Schildfall machen? Nee, bringt aber, du kannst einen Schildkröte. Offensive Schildkröte, Junge! Offensive Schildkröte! Offensive Schildkröte aus. Nee, ist okay, mach einfach hier alles gut. Mach, dass sie stehen bleiben und nicht weglaufen. Das geht? Nee, boah, das ey, hab ich das Spiel lang nicht mehr gespielt. Nee, das war bei Shogun immer. Ah, ist egal, passt schon. Ja, Shogun. Aber ich sag, die haben nur Spearmen und Spearmen sind ein richtiger Crap. Ja? Gegen... Warum haben die dann so eine hohe Autowin-Chance? Ja, weil Alter, die, Autowin, die Spieleentwickler. Autowin geht dann nur nach Zahlen. Du kannst auch gut bauen, jetzt nicht, aber du kannst, dass ich 10.000 Schwertfritzen haben, 10.000 Schwertkämpfer. Das wird ein 50-50 sein, obwohl die Schwertfritzen ja gegen die Schwertkämpfer verlieren sollten, eigentlich. Okay. Madaps kämpft. Kämpft und verschwindet nicht, danke. Komm, machen wir mal nicht die lutschen Taktik, rücken wir mal vor. Was? Ich weiß, was ungewohnt ist gegen die KI. Kann man. Ach, guck mal, wenn man. Linksklick hält, kann man die ganze Armee vorschieben, ohne da die ganze Funktion. Mein Handy hat vibriert. Wenn man linke Maustaste drückt, heißt was? Also, du markierst deine ganze Armee, ja. Hältst einen Linksklick auf einen Trupp und ziehst die dann quasi nach vorne. Nö. kann man nicht irgendwo anzeigen lassen, wo man hinläuft oder wo man sieht, ja, wo Verbündeten hinläuft. Boah, Alter, die Tab-Taste, Junge, das rastet ja richtig aus. Die Tab-Taste. Ah, diese strategische Karte, ne? Ja, aber Wasser. Leer. Oh, Junge, sexuell. Kann ich hier auch raus aus dem Bildschirm? Boah, ich hasse das. Ich hasse dies. Ist einfach scheiße. Sind da Dreier oder Vierer? Oh, das sind ja Vierer rein. Was eine runtergerotzte Scheiße hier. Das ist Vierer? Ich hab Vierer. Aber ja, jetzt hab ich Dreier. Nee, ja, jetzt mach ich Dreier. Ja, guck nur, dass die so in etwa matchen. Dass die genauso lang sind wie die Gegner. Oh, ihr dürft doch mal ganz normal laufen, ja? Alter, was machen die Spacken denn da? Was machen die Spacken denn da? Wenn ein Spearman, Levy Skirmishers, ja, die kriegen auf die Fresse. Ich mal hoffen, ey. Weil die sehen ganz schön männlich aus, ey. Oh, da hinten haben die Italian Noble Infantry, das ist natürlich ziemlich geil. Oh, was? Wo? Ja, die hintersten, in der letzten Reihe da. Oh. Aber egal, es snipt dann einfach mit meinem. Aber das ist gut, wenn das Adel sind, dann wird deren Zivilisation aufgelöst. Wenn das nur Adlige sind, die da kämpfen. Stell dich mal so, da so bei mir so. Alter, da gehst du aber jetzt richtig Balls, Eier, ey. Ja, ich dreh mich doch jetzt auch. Ja. Alter, ist ja richtig kreis. Ich überleg grad nur, ob es clever ist, die zu chargen oder die nicht zu chargen. Ich hab meine gerade gecharged, weil es mir egal ist. Nee, ich meine, wenn du die gleich anstürmen, ob du dann stehen bleibst und standhaft bist oder ob sie entgegencharged. Ich würde sagen, wir bleiben kurz stehen und dann rotieren wir einfach gegen den Uhrzeigersinn. Aber die Sache ist, du schmeißt ja deine Pieler, ne? Wenn du die alle abwirfst, dann sterben die einfach alle. Aber ich glaube, wenn du die einzeln chargst, du hast ja weniger Truppen als die, dann hast du ja irgendwie Lücken dazwischen, weißt du? Ja, aber ist schon eigentlich korrekt. Ich würde einfach stehen bleiben. Weil ich hab ja, wir haben ja auch die Nee, ich meine die von der Seite reinziehen und dann so den Bogen zumachen. Ich drück mal kurz Tab und mal das dann ein. Geht das? Oh ja, jetzt kommt. Ja, klar, geht so, das. Das heißt, wenn wir hier unsere. Wenn wir hier so. Wir haben ja jetzt hier unsere Linie, ne? Ja. So, das heißt, wenn die jetzt hier so behindert reinstürmen, dann würde ich einfach mit denen hier so den Bogen zumachen und mit denen den Bogen zumachen und dann würde ich ja. Hier einen kleinen Penis hinmalen. Aber du musst jetzt ja so verstehen, unsere Linie, ja. Guck, der Penis ist super. Wunderschön. Unsere Linie ist ja so breit jetzt hier, ne? Ah, das, also die Linie ist nicht so breit. Ja, ja, pass auf. Und die Chargen sind ja auf derselben Breite. Da kannst du ja nicht dann hier reinziehen. Nee, jetzt kommt das mal an, als ob das die gleiche Breite ist. Lineal! Ja, okay. Ich hoffe, die taktische Map, gucken wir uns direkt mal an. Psst, psst. Wenn der Schwan singt, dann schweigen die Tiere. Ja, so, jetzt machen wir hier einfach mal die Rotationsangriffe. Denn die Rotationsangriffe über diese... Boah, das verwirrt den Gegner richtig. Ja, Mann, der hat gar keine Taktik, ey. So, und wenn wir den hier dann einfach so langziehen, ne? Da reinrennen und dann hierhin zurückziehen, ja? Dann kann der da reinrennen. Und so mit dem Move. Okay, ich mache jetzt mal Vierfachgeschwindigkeit. Ja, wollte ich nur parallel zu uns aufstellen. Ja, ist mir eigentlich egal. Ey, wir können das ja, direkt auf Twitch streamen. Nee, lass mal. Dann drück mal so zur Hälfte vor, würde ich sagen. Ja, ich muss jetzt erstmal meine Linie kurz wegdrücken. Und? So. So. Kommen die? Nee. Alter, was ist das denn für eine Hurensohns KI? Ja, dann lass mich mal kurz in die erste Reihe gehen. Kann ich ein bisschen abwerfen. Lalalala, ich überhole dich einfach, weil du ein Wichser bist. Sind die eigentlich behindert? Die Feinde meine ich jetzt natürlich. Die Frage ist natürlich, ob die auch Wurfspeere haben wie wir. Weil wenn nicht, kriegen die eh mal mega auf die Fresse. Wupp. Bleib bei ihm stehen. Wupp. Mach mal normale Geschwindigkeit bitte. Normale Geschwindigkeit bitte.
mir mal ein bisschen vor. Wenn ich jetzt mit deren Level Skirmish einfach mal mega abwerfe. So, wie kann man jetzt die... Warte, Steuerung 1 und dann kann man einfach mit rechte Maustaste... Och du Kacke, och du Kacke, nein! Guys, please, stop it! Mann, ja, für'n Scheiß. Scheiße spielen. Die, Upas, haben, die haben gar keinen Bock, ey. Die haben gar keinen Bock. Hier, ihr seid dumme Huren. Jeder einzelne von dir. Du bist ein Hurensohn, du bist ein Hurensohn, du bist ein Hurensohn. Jeder einzelne. Ich mach euch kaputt, ey. Da, seht ihr das? Das ist euer Tod. Wollen die uns hier flanken, oder was? Alter, sind die... Ja, wollen die echt? Lass mal hinten reingehen, einfach. Ja, geh mal hinten rechts hin, ja. Zur Flanke, vorrücken. Und rechte Flanke drehen, rechte Flanke drehen. Im Dienst der Roten wird gerippt in Pepperoni. Willst du mal deine Pferdekanacken hier hinten hinziehen? Dann kannst du nämlich richtig rein. Alter, wenn der General stirbt, ist unsere Armee nicht so fratze wie deren General, aber. Ja, siehst du? Zeig ich ja. Ich habe jetzt gerade übrigens hier hinten schon den Attack-Move gesetzt, ne? Die kriegen gleich richtig einpenetriert. Als ob die jetzt aufhören, sich zu bewegen, ey. Ich raste aus, ey. Ich raste. Zieh mal unsere Mainline ein bisschen vor, nur ein bisschen. Okay, komm, nevermind. Brace yourself. Haben meine Hastat hier schon irgendwas zum Werfen? Oh ja! Oh ja! Oh nein, 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 greif da an einfach. So. Geh mit einem Trupp außenrum, Oh scheiße, ich glaube unsere Main, Dein wird ein bisschen outflanked. Ja, ich glaube, die wird einfach von der Masse outdamaged. Ich weiß nicht, sollen wir da unten oben links weiterkämpfen oder. Alter, das ist so richtig ineffizient, ne? Ja, ich kite zwei Truppen rum mit dem General einfach. Ja, der Rest von mir, der kann so halbwegs standhalten. Das ist gut. Haben wir überhaupt eine Ahnung, was wir hier machen? Nee, ne? Wir haben super die Ahnung. Super die Ahnung. Ich snap jetzt den General, bist du bereit? Ja. Hier hinten die beiden Truppen, siehst du die? Siehst du die? Bin hier. Korrekt. Passiert da was? Unser General wird angegriffen. Okay. Ich flenke jetzt deren General. Unser General wird angegriffen. Korrekt. Boah, Alter. Oh, die Pila waren richtig gut. Würdet ihr bitte da hinten reingehen? Ich mach mal hier vorne so eine schöne Double Penetration Line, ne? Oh Gott. Ich kite einfach nur ein bisschen. Die Frontline hält, ne? Solange du mit dem Fernkämpfer weiter rein, reinballerst, dann, Ah, die fliehen. Ich zieh mal meine, Lass den Eindruck da stehen, die einen Hastati. Okay, come on, jetzt. Rip in Pepperino! Warum können. Kann mir einer sagen, warum die seitlichen Kerle da eigentlich nichts machen? Hat ihre gesamte Munition verbraucht. Oh, eine meiner Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Alter, seid ihr eigentlich degenerierte Hurensöhne? Alter, wie wir taktisch einfach so richtig überlegen sind, ey. Wir sind richtig überlegen. Guck mal hier an der Seite, wie ich einfach reinpfeffere. Doppelte Geschwindigkeit! Doppelte Geschwindigkeit! Oh, du bist da oben ziemlich alleine, kann das sein? Oh, ich hab schon einen verloren, ne? Ich kite die Bitches da nur, ist ja egal. Die Männer wanken. Ja, Mann. Ja, die Seite bricht auf. Expecto Patronum, Junge! Wenn ihr hier, ich mach jetzt hier die Rohirrim. Die stellen sich jetzt auf und dann snipen die einfach. Pass auf. Tobakin, Tobakin! I love the king! Attacke! Und schön flank, ja, in die Fresse rein. Hause alle um. So, die gehen jetzt mal da drauf. Der Trupp greift die mal von hinten an. Findet sich zu unseren Gunsten. Ja, guck mal jetzt oh, hier. Die Schlacht findet sich zu unseren Gunsten. Oh, scheiße, ein Trupp von mir flieht. Okay, die ja, haben aber auch alleine die ganze Zeit gegen zwei gehalten. Ja, ist okay. Ist okay, ihr habt, ich würde euch sogar nicht exekutieren, wenn ihr... wenn ihr jetzt fliehen würdet. Nee, wenn ihr jetzt zurückkommen wollt nach oben. Weißt du, was witzig ist? Weißt du, wer ein General ist? Nee. Hier hinten. What the fuck? Hä? Läuft dir die immer noch hinterher? Ja, die wurden mal richtig, guck mal, die werden richtig gekitet hier. Ja, ist auch richtig so. Ja, hier vorne, da läuft das flüssig, ja.
weil sie noch flüssig läuft, ey. Ja, mein Arschloch, ey, da läuft ziemlich flüssig raus. Ich hab nicht nur meinen Dünnschiss. Ich jetzt? Glaub ich dir sogar. Ja, ich auch. Ich hab das ja auch. Oh, Alter, die Camera Animations. Boah, Alter, haben wir Skill, ey. So krassen Skill. Ja. Das war richtig der Shit hier. Tötet sie! Befehl verstanden! Und vorwärts! Ihr dürft als Sklaven gerne bei mir weiterleben, wenn ihr Bock habt. Oder Apple Charge. Warum ich hier mit zwei Truppen Elite jetzt einfach auseinandernehme? Das ist schon eigentlich ziemlich traurig. Können die das? Dann kommen wir jetzt hier. Die volle Breitseite hier. Warum haben wir eigentlich noch keinen gewonnenen Screen bekommen? Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Weil hinten hinten rein und lebt. Das ist ein schändlicher Anblick. Das ist ein schändlicher Anblick, Alter. Du bist richtiger Wichser, ne? Erstmal deine eigenen Leute verraten. Weißt du, nur weil die gekämpft haben. Die haben zwar 1-2 und sie haben sich so lange gehalten. Ja, und unsere Männer sind ein schändlicher Anblick, Alter. Du bist raus. Soll ich dir mal den Kavallerie-Support schicken? Ich hab da schon einen Truppen. Ja, ich schick dir mal jetzt alles hin. Alles. Meinst du, wir nehmen die jetzt richtig auseinander? Wir fritten die jetzt so aus ihrem scheiß verdammten Hut. Warum soll ich jetzt reincharge, sterben die? Das ist mir so egal. Meinst du? Das ist ja auch mein Commander, ne? Wo kehrst du überhaupt, ja, der Commander? Also, das dreht sich erst reisen. Drum, indem ich mit meinem Militärs reincharge. Pass auf, jetzt kommt nämlich die Taktik hier. Alter, du opferst einfach die anderen, damit die besseren überleben, finde ich gut. Die Taktik gefällt mir. Und auf geht's jetzt hier. Boah, ey, du bist sogar aufgestiegen. Auf, jetzt geht's ab, jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab, wir sind nicht mehr aufzuhalten. Ja. Boah, Alter. Oh, lecker, schmeckt kaum. Ah, oh, geil. Ich bin gegen null gestorben. Als fliehen sie. Nochmal nice. Rein. Und nochmal rein. Nee, halt die fest, damit die nicht richtig fliehen können, weil jetzt gerade kommen meine Kollegen. Oder, also ich. Zack. Und wieder rein, ne? Boah, geil. Boah. Hab grad richtig einen Stall, ne? Alter, das machen wir bis zum Ende. Was ist denn hier passiert? Ah. Zack. Ich weiß zwar nicht, wie man das Game jetzt abbrechen kann, aber ist mir eigentlich auch egal. Die werden jetzt richtig aus den Pepperonis geholt, ey. Die kleinen Boys, ne? Ich will, dass nicht einer von denen lebt. Schade, bei Rome 1 gab es immer so eine geile Animation, wenn der feindliche General gestorben ist. Stimmt. Oh, ich habe drei Truppen, die sind sehr müde. Oh, ich habe sogar einen Trupp, der ist erschöpft. Die können gar nicht mehr laufen, wa? Das ist mir aber egal. Engage! Junge! So, jetzt wird hier gerippt. General muss echt sterben, ne? Der ist tot, der feindliche. So. Wie kann man das Game jetzt unterbrechen? Wie du einfach die anderen drei Gruppen hast hinten stehen lassen. Nee, das juckt mich nicht. Du kannst das Game jetzt einfach beenden, weil wir haben ja schon gewonnen. Kann man das? Ja. Chillig. Also drücke ich jetzt Escape. Gefecht beenden. Knapper Sieg, Alter. Ist das deren Ernst? Gefecht beenden. Ach, knapper Sieg. Easy knapper Game, oder? Sieg, ey. Die sollen mir erstmal auf mein Level kommen. Weißt du? 300. Weißt du, du hast mehr von mir getötet als sie. Ich weiß, das stimmt nicht, aber das ist mir auch egal. Mathe ist nicht meins. Aber alle Truppen von mir haben überlebt, glaube ich. Die Frage ist jetzt, warum meine Truppen immer noch sterben. Vielleicht, weil. Kann das sein, dass. Weil ich zu wenig Brote habe, also zu wenig Ernährung? Das mag sein. Guck mal, ich habe plus 500 Stadtkammer. Ist das ein Slow-Mo? In einer bestehenden. Die Menschen hungern und Gerüche. Man muss, glaube ich, Dinger bauen, die Brot machen, die helfen oder so. Ja, mit mir will ja keiner handeln, weil ich wieder das Volk spiele, mit dem keiner handeln will. Gefangene versklaven, Gefangene töten oder Gefangene freilassen? Sklaven, kriegst du Geld. Und später Sklaven am Ende, den du deine Armeen hochtrainieren kannst. Nee, ich bin am Überlegen, ob ich die freilasse. Alter, wenn du die freilassen, kommen die in zwei Runden wieder. Nee, die sind dann einfach frei. Ich probier's. Ich erwarte weitere Befehle. Ach, dann sind sie gelaufen. Ja, siehst du? Ist so in Ordnung. Ach, hast du Gnade gezeigt? Ja, denn Gnade dem Lucius Julius Libo. Ja. So, war ein bisschen Nahrungsmittelknappheit jetzt eigentlich. So, das finde ich jetzt auch eigentlich ziemlich schwul. Ja, ich bin nur schwul als Beleidigung, weil ich Schwule abstoßend finde.
Alles klar. Ich würde dir ja Essen rüberhandeln, aber es geht leider nicht. Wo kriegt man denn? Minus 1 Nahrung. Weißt du, überall ist nur minus 1 Nahrung, ne? Vielleicht kriegst du Nahrung, also du kriegst Nahrung durch Fischerhäfen und durch diese komischen Tempeler, diese lilanen Gebäude. Temple of Poseidon zum Beispiel ist bei mir, oder bei dir wäre es ein Temple of Neptun. Ihr benötigt 4 Bevölkerungsüberschuss. Ach ja, das geht ja immer provinzenweise, ne? Ja. Achso, ja, da muss ich einfach noch ein paar Runden warten, weil so viel geht einfach nicht, weil ich gerade, ich habe in einer Stadt zweimal den gleichen Schrein. Geht, glaube ich, nicht. Nee, geht auch nicht. Aber ich habe zweimal einen Schrein. Einmal, der Minus-Hunger macht und einmal, der Plus-Hunger macht. Ist halt nicht so. Das ist im Grunde genommen gut. Vermutlich ist das einfach gerade nur irgendwie schlechtes Wetter oder sowas. Was sehe ich denn? Ja, aber guck mal, über meiner... Doch, die sind da immer noch. Das finde ich voll dämlich. Mag ich nicht. So, 2500... Mann, nee. Kann ich... Ich will in der Zwischenzeit einfach was bauen. Ich kann eine Technologie erforschen lassen. Wirtschaft, Philosophie, Konstruktion. Kann man hier nicht irgendwo essen... Doppelfruchtfolge, plus 3 Wohlstand, minus 3 Baukosten. Ach genau, du hast ja diese Dingensbefehle da, die Provinzbefehle. Ja, mir gehört aber nicht eine Provinz. Ja, ist egal. Nee. Musst du auf die ganze Provinz haben? Ja. Oh, okay. Brot und Spiele gibt's nämlich, das ist plus 4 Public Order und plus 4. Keine Bauer, 2 Annahmen und Bauer. Ja, okay, probier ich mal. Also ich gehe erstmal auf mein eigenes Volk. Ich finde, eigene Völker sind einfach besser als andere Völker, ne? Kommen wir die radikalen Thesen hier. Alter, ich benötige die Technologie, um das bauen zu können. Ich benötige die Technologie, um das bauen zu können. Hier. Das gefällt mir. Neapolis, ey. Kann ich hier irgendwas machen? Sie benötigen die Technologie, um das bauen zu können. Okay, Technologie ist schwul. Ich habe 2000... Nee, wie viel habe ich gerade? Was ist das Geld, was ich aktuell habe? Das so, linke. Okay. Ja, das mit dem gelben davor ist. Folgende Angelegenheit: dieser Charakter ist noch nicht zugewöhnt. Achso, Alter, der weiß. Boah, krass. Kommandant! Wie kann ich ihm denn jetzt was zuweisen? Rechte Maustaste. Da wird ein Ingame-Browser geöffnet. Ist ja super. Ach, guck mal an. Preise Scheiße. Kann Krieger plus 1 Hingabe, plus 1 Gravitas pro Runde, plus 1 Autorität oder plus 1 Geheimaktion. Ich mach plus 1 Autorität, ey. Das ist männlich. Und jetzt kann ich halt irgendwo reinziehen? Nee. Ja. Nein. Von deinem Kopf explodiert, macht Runde beenden. Oh, chillig. Ach, Runde beenden. Character Trade Report, gib es denn. Irgendwas. Okay, alles klar. So, Armee. Du bist stark genug. Krass, das war ja echt ein spannender Kampf gerade. Haben wir gut gemacht, finde ich. So, bist du bereit? Wie ich? Bin ich mit dem Krieg eigentlich? Ne, mit wem bin ich eigentlich im Krieg, bevor ich jetzt irgendwo in ein Land marschiere? Also ich bin eigentlich mit jedem im Krieg, ja. Ich weil bin im alle Krieg mit... Den da, mit Tyllis. Mit Tyllis? Mit dem Tynnis? Tynnis bin ich im Krieg. Wow. Der hat mir gerade mein Headset abgerissen. Geil. Jetzt kriege ich von der Headset-Mafia Geld, weil ich Headset erwähnt habe. Headset-Mafia. Das weiß man gar nicht, aber in Wirklichkeit gibt es die große böse Headset-Mafia. Verscherbeln Headsets für wenig Geld. Oh, das fand ich immer schon behindert an dem Spiel, ne? Dass du die einzelnen Truppen nicht rausziehen kannst, sondern wenn du mit der ganzen Armee rausziehen musst. Also einen neuen General quasi machen, weißt du? Augenkrebs. Ja. Du sagst es, ey. Pikeman Royal Pelters Companion Calf. Putz rein und jetzt mach hier irgendwelche Befehle. Ach, geht ja nicht. Ah. Hat der Tyllis denn eigentlich für eine Armee? Ah, hier ist ein Spion von mir. Spion. Kann snipen. Ach, ist egal, bleibt da verstehen.
Was hier? Intelligence. Establish a chance of detecting hidden agents. Ah. Cool. Hab hier drüben noch ein Schiff, das kann auch mal rübergehen. Ja. Hier kann ich, da kann ich Enter machen. Neue Armee könnte ich auch mal ausheben. Ja, geil. Neue Armeen sind auch einfach die besseren Armeen. Ja, ne, wenn man hier mal nur Milizentruppen bauen und die holt ich mir ganz bestimmt nicht. Richtiger Crap einfach, die kosten Arsch viel, ist mega scheiße. Okay. Okay. Oh, fuck. Alles ganz dasselbe, ne, gemeint. Ich dachte gerade schon. Oh, da kommt es. Oh, da kommt gleich so ein dicken Battle. Warten, Wichser, Alter. Ja, zurückziehen. Hinter ist so eine dicke Armee. Hey, der hat dich direkt angegriffen? Ja, wenn mich jetzt. Ja, das ist sowieso mein Feind. Das ist mein einziger Feind im Moment. So. Deswegen macht das schon irgendwie Sinn, dass er mich angreift. Was? Was? Ich. Wir werden übrigens niemals irgendein Seematch machen. Nee, das stimmt allerdings. Niemals. Auto? Hab ich das nicht gesagt? Oh, ja, jetzt süppelt die Scheiße da ab, fertig. Das süppelt die Schabracke ab. So, das passiert. Das haben wir einmal gemacht. Ne? Das war einfach nur Scheiße. Was mache ich mit denen? Ich will eigentlich. Nein, Mann, ich lass die frei. Ich hab da kein Problem mehr. Der General der Gnade. Ja, Mann. Dieses Mal. Diese Runde werden wir ein humanes. Wir werden ein humanes Rom aufbauen. Und ein grauenvolles. Was spielst du nochmal? Du warst so unwichtig, oder? Mazedonien. Und ein grauenvolles. Versklaven des Mazedonien. Rang erhöht, Alter. Das steht für Skill. Verschleißbericht. Als ob. Was geht denn los hier? Wie kann man denn jetzt die scheiß Kamera drehen? QE wieder? Boah, das Jawohl. Ist die dreckigste Steuerung aller Zeiten, ey. Es gibt bestimmt eine schlimme, aber mir fällt gerade nur keine ein. Mit WB, ey. Welcome back. Ich will, das ist die Welcome Back-Steuerung. Ja, mit dem ripp ich jetzt den hier aus dem Leben. Die dich gerade freigelassen habe. Ich sollte echt aufhören. Nein! Komm, geh rein jetzt. Oh, was ein Schwuchtel. Ja, bei mir, also mit der Nahrung haben sie also nicht so gerade Bock. Also kann ich dir so sagen. Gar keinen Bock, die Nahrung. Nee, vor allem, weil meine Armee, die ist gerade richtig am Rippen. Wenn das so weitergeht, habe ich gleich zwei Truppen verloren. Drei. Was sagt die hier, die Schulen? Ja, die Schulen sind okay. Alter, alles kostet minus 1 Nahrung. Das ist ja so dämlich, ne? Ja, das ist auch mega schwachsinnig in dem Spiel. Du musst quasi immer ein Nahrungsdingens haben in der Stadt, ein Public Order Dingens in der Stadt, und dann kannst du ein Industriegebiet oder ein Militärteil haben. Meine ich. Das ist mir ja eigentlich auch egal, nur ich kann nichts bauen, was mir bei der Nahrung hilft. Musst du vielleicht was abreißen, was dir Nahrung wegnimmt? Als ob ich jetzt meinen Militärhafen kaputt mache. Ich habe zwei. Ich mache einen Militärhafen kaputt. Oh mein Gott! Fischereihafen! Der wird mich retten. Ja, Mann. Fische bringen die Hoffnung. Ja. Aber der braucht noch drei Runden. Das heißt, drei Runden lang wird meine Armee. Okay, ich werde so verhungern. Ich werde so. Doch, nee, Moment, wenn du die Armee stellst, bringt das, in die Stadt stellst, bringt das ja auch nichts. Das ist richtig. Aber in Rom, ne? Rom ist so die schäbigste Stadt überhaupt, ne? Die hat bei mir gerade mal zwei Sachen, die ich bauen kann. Weißt du, Neapel rattet richtig aus, ja? Also Neapel ist richtig am Eskalieren. Und dann kommt was ist mit Neapel? Ja, da sind vier Gebäude. Ach, ja, ist es. Oh, und weißt du, Rom dann so mit zwei. Weißt du? Oh, ich bin die Hauptstadt, ich hab nix. Danke. Oh, kann man hier nicht irgendwas Geiles bauen, bitte? So, Runde beenden, ich hab nichts mehr. Oh nein. Dieser Charakter hat eine nicht. Demasius Junius Brutus! Ist Brutus nicht der Verräter? Ja. Also neben Judas natürlich. Okay, war, als ob ich hier unten Scipio habe. Janus Scipio. War das nicht der Typ, der mit Karthago richtig rasiert hat? Ja, stimmt. Der Karthago besser gesagt rasiert hat. Ja, sag ich ja. Der mit Karthago durchrasiert hat. Also durch Karthago durchrasiert hat. Oder durch die Armeen von Karthago durchrasiert hat. Ja, ist klar. Ja, ist jetzt gut, ja? Wir müssen noch irgendwie 15 Sekunden vollkriegen. Das war Crap-Laber. Wo haben wir denn hier den, Alter, kannst du mir jetzt sagen, wo dieser Wichser ist, den ich aufleveln kann?
Boah, ey, dieses Spiel ist so unübersichtlich. Oder ich bin einfach scheiße. Es liegt wahrscheinlich eher daran. Ach Gott. Boah, wo ist denn der Wichser? So viele Armeen kann ich doch gar nicht haben. Streitkräfte. Mein Schiff? Mein Schiff? Ja, wie konnte ich da nicht dran denken, ey? Haushalt kriegt erstmal Gladius in die Fresse gewichst. Krieger, Kommandant oder Stratege? Ich finde Geheimaktion richtig dämlich. Ja. Deswegen, mein Alter, das wird mein Krieger. Das wird mein Kriegsschiff. Der Typ, der wird richtig rasieren. Junge, mit dem fahre ich nach Karthago, ey. Der wird da richtig durchpflücken, ey. Was ist das bei der Water? Die werden nicht mehr wissen, wo ihre Gänseblümchen stehen. Der wird hier alle durchpflücken. So, willst du mal deine Armeen jetzt zusammenziehen und den Typen in den Arsch knechten? Ja, chill mal eben. Warum nicht? Gucken, was hier abgeht. Ich kann Sachen bauen, ich kann ihn. Warte, hier ist. Oh, ich muss eine. Irgendwas. Warte, irgendwas. Ah, hier. Nee, Quatsch. Ah, genau, hier. Okay, pass auf. A question of blood. This woman is with child. Was ein Satz. She claims openly and in the streets that the father is a man of your blood. A bastard from Heterea can ruin a man's reputation. Das ist eigentlich eine gute Frage, warum ich das Spiel auf Deutsch habe. Ja, in dem Sinne. Also, dass irgendein so Alte meint jetzt, dass ich hier der Vater wäre von irgendeinem so Bastard, nervt mich damit. Weißt du, was ich damit mache? Exekutieren. Make them disappear, das mache ich damit. Alter, ja, ist doch so. Make them disappear. Nee, ich hätte die freigelassen. So. Ja. Der General of Public Mercy. Ich warte die ganze Zeit darauf, dass irgendwas Spannendes bei dir passiert, bei deinen beiden Armeen. Ja, ich baue, ja, ich mache ja gleich. Ist okay. So, pass auf, jetzt mache ich hier nämlich die Armee. Hier rein. Alle einfach mal runter. Zack. Die Armee geht jetzt rüber zu dem. Wie kann man eigentlich, als ob du da hinkommst, ich wollte gerade sagen, kann man eigentlich in, übrigens, nächste Runde ist, glaube ich, Winter, ne? Winter is coming. Ja, Mann. Und du stehst gerade im feines Gebiet drin. Nee, ich mach dir fertig den Sack. Ah ja, Dieb, ey. Richtig, ja, Dieb. Kannst du dir noch fertig machen oder bist du nicht in Rage? Nee, würde ich machen, glaub mal. Aber guck mal, der hat ganz viel Levy Freeman. Das sind wohl die crappigsten Leute überhaupt. Ja, und ein Thracian Warrior, der ist okay. Ja. Und ein General natürlich. Aber bevor du Runde Ende drückst, ne? Pike. Ja. Wartest du kurz einen Moment, ja? Dann sagst du mir kurz Bescheid, ja? Bist du bereit? Ja. Dann vielen Dank für nichts. Und euch ein schönes Wochenende. Weil Leute das auch am Wochenende gucken. Ja, weil wir das am Wochenende releasen. Oh, clever. Ja, die Pläne wurden schon alle geschmiedet. Und wie es in dieser Schlacht hier weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Ha, verarscht, als ob wir die Schlacht machen. Das wird ein Auto-Battle. Tschüss.